Herzlich willkommen zu diesem Zeilcast Nummer 26 mit Dr. Joanna Wenkczyk. Habe ich es jetzt richtig ausgesprochen? Ja, genau. Vorher geübt. Ja, wir haben schon ein bisschen uns reingeplaudert in das Ganze. Es wird jetzt ein sehr spannendes Gespräch über Energiearbeit und vielleicht auch darüber, warum du die Worte esoterisch und spirituell nicht so magst und was das macht, wenn man von der Mathematik zur Energiearbeit kommt und trotzdem noch rational denken kann. Herzlich willkommen. Ich freue mich auf das. Dankeschön. Hallo Ralf, hallo liebe Zuschauer und Zuhörer. Ich freue mich auch sehr auf unser spannendes Gespräch. Magst du, weil wir haben das, du hast es mir im Vorgespräch nur kurz angedeutet und es klang sehr spannend, dein Weg führt dich von der Mathematik in die Energiearbeit, was ungewöhnlich klingt, weil die meisten Leute würden glauben, das ist doch ein Widerspruch und ich glaube, du hast die Liebe zu beidem erhalten, oder? Also ja, tatsächlich, ja, ich habe Mathematik studiert, einfach weil ich ehrlich gesagt nach dem Abitur überhaupt nicht wusste, was ich machen soll. Ich finde ja, dass man nicht so wirklich gut darauf vorbereitet wird. Und so habe ich halt Mathematik studiert. Ich konnte Mathematik einfach gut, es hat mir Spaß gemacht und ich wusste nicht, was ich sonst machen soll. Also habe ich Mathematik studiert. Und das ist ja auch etwas, was großartig für Kopfmenschen ist, ja. Also das heißt, Menschen, die wirklich rational sind und logisch und strukturiert, die würden halt eher ein Fach nehmen, wo es nur Nullen und Einsen, sage ich jetzt mal, also richtig oder falsch. Also ein Fach, was wirklich sehr nüchtern ist, so würde ich es mal formulieren. Und tatsächlich war ich auch so, war also auch eher so die rationale, strukturierte und hatte wirklich mit Gefühlen und mit Intuition und all sowas hatte ich gar nichts zu tun. Im Gegenteil, wenn ich meine Entscheidung treffen sollte, habe ich Pro- und Kontralisten gemacht. Und da, wo mehr drauf stand, das habe ich dann gemacht. Manchmal habe ich vielleicht noch gewichtet. Ja, dann ist ein Punkt vielleicht mal ein bisschen wichtiger. Aber letzten Endes habe ich das komplett rational gemacht. Also so von wegen Bauchgefühl oder Intuition oder so, gar nichts mit am Hut Ich mal gehabt. einhaken. Ja, Würdest du im klar. Nachhinein sagen, dass diese Entscheidungen damals wirklich signifikant schlechter waren als die heutigen? Kommt drauf an, wie du schlechter definierst. Ah, gute Natürlich Kritik. habe ich es mit diesen Entscheidungen weit gebracht. Also das, was sozusagen von der Gesellschaft anerkannt war, also ne, ich hatte ein Haus, einen Mann, gut bezahlten Job, also all diese Dinge, wo man sagen würde, das ist erstrebenswert, das habe ich erreicht aufgrund dieser rationalen Entscheidungen. Aber wenn du mich fragst, wie ich mich dabei gefühlt habe, kann ich dir sagen, ich fühlte mich leer, unzufrieden. Ich habe funktioniert, aber ich fühlte mich nicht lebendig oder ich fühlte, ja, keinen Sinn in dem, was ich mache. Das heißt, jetzt hast du ein Haus, einen Mann, einen gut bezahlten Job und ein gutes Gefühl. Ja, ganz genau. Ich finde das einen sehr spannenden Gedanken, dass natürlich je nachdem, auf welcher Grundlage ich meine Entscheidungen treffe, ich auch in diese Richtung komme. Ist klar. Genau. Ja, cool. Genau. Und heute ist es halt so, dass ich meine Entscheidungen eher aus dem Bauch heraus sogar treffe und manchmal dem sogar tatsächlich blind vertraue. Also ich habe einen Impuls und ich folge diesem Impuls und mein Verstand sagt mir dann, ja, aber kannst du doch nicht machen aus dem und dem Grund. Und ich sage, aber ich mache es trotzdem. Ich weiß nicht warum, aber ich mache es trotzdem. Und tatsächlich diese Entscheidung haben eigentlich dazu geführt, dass immer was Wundervolles daraus entstanden ist, was mich aus dem Inneren heraus erfüllt hat, mich weitergebracht hat, mich hat wachsen lassen. Und so bin ich halt auch offen für Dinge, die, wenn ich nur auf den Verstand höre, das alles nicht eingetreten wäre. Weil mit dem Verstand versuchen wir auch zu kontrollieren, versuchen wir ja auch alles vorherzusehen und zu steuern. Das funktioniert nicht, wenn wir mit der Intuition arbeiten oder aus dem Inneren heraus leben wollen. Da ist halt vieles ungewiss. Ich frage mal ein. Du sagst, du triffst deine Entscheidung aus dem Bauch heraus und dein Verstand sagt, nee, da spricht viel dagegen. Und
Es gibt ja auch diese Theorie häufig aus der Forschung, wie das alles hier entsteht, dass eigentlich die Entscheidungen aus dem Bauch getroffen werden und sie anschließend vom Verstand mit rationalen Argumenten unterfüttert werden. Das heißt, dein Verstand traut sich aber sogar zu widersprechen. Also der findet dann nicht im Nachhinein rationale Argumente, sondern er sagt, tu das lieber nicht. Beides. Aha. Beides. Und ich glaube, das ist bei jedem so, dass wir uns versuchen, das schön zu reden, zu erklären. Aber ich glaube, dass wir einfach aufgrund von unseren Erfahrungen in der Vergangenheit, also aufgrund von unseren Erlebnissen, von Konditionierung aus der Kindheit, durch Glaubenssätze, dass unser Verstand sich das dann alles so zurechtlegt, damit das ins gesamte Weltbild von uns passt. Das heißt, diese Impulse, die da kommen, die werden wahrscheinlich dann auch schon vom Kopf so zurechtgelegt, dass das ins ganze Weltbild passt. Ist es für dich dann eine Gewichtung im Sinne von, dass Verstand und Intuition gleichwertig sind, oder stellst du sogar die Intuition ein Stück über den Verstand? Mittlerweile stelle ich tatsächlich die Intuition über den Verstand. Okay, cool. Ich gehe davon aus, dass die Intuition mehr weiß als unser Verstand. Ich gehe davon aus, dass unser Verstand nur das weiß, was er erlebt hat in diesem Leben, in unserer Vergangenheit. Das heißt also, im Prinzip ist unser Verstand eine, ja, eine Art Maschine, wo viel reinkommt, viel programmiert wird und unser Verstand reproduziert das, was wir wissen, verknüpft Wissen miteinander, was wir haben und bleibt immer in dem, was er schon, also der Verstand, was der schon kennt. Die Intuition greift auf Informationen zurück, die der Verstand nicht hat. Und dadurch ist in meinen Augen die Intuition etwas, was mehr weiß Du hast als. dieses mittlerweile auf so interessante Art betont, dass das so klingt, als wäre da ein langer Weg dahinter gewesen. Oh ja, das Magst du war's. was darüber erzählen? Ja, also ich war Mathematikerin, rational, strukturiert, alles. Und ja, kam man halt wirklich an einen Punkt, wo ich gemerkt habe, das funktioniert so nicht. Ja, ich habe alles und ich bin unglücklich. Es kann ja irgendwie nicht sein. Und dann kam sogar hinzu, dass ich auch krank wurde, weil ich eigentlich nur funktioniert habe, weil ich getan habe, was ich glaube, das getan werden muss, sehr fremdbestimmt. Und das war einfach so ein Punkt, wo ich wusste, okay, ich will so nicht leben. Ich möchte einfach was verändern. Erst recht, als mein Körper mir dann Panikattacken schickte, das war für mich dann wirklich so das Zeichen, Moment, also irgendwas läuft hier gerade total falsch. Um dich und deine Welt zu verstehen, ist für dich Körper und Intuition dasselbe? Oder sind das zwei verschiedene Bausteine deines Seins? Das sind verschiedene Bausteine. Ich Okay. gehe davon aus, wir haben Körper, Geist und Seele. Das heißt, der Körper mit seinem Körpergedächtnis, Zellgedächtnis, der Geist oder der Verstand, also für mich ist das Geist, Verstand, Gehirn. Und dann gibt es für mich die Seele und die Seele spricht über den Körper durch die Intuition mit uns. Die Seele spricht über den Körper mit uns, und welche Rolle spielt dann, wenn das Ganze gesund und gut läuft, für dich der Verstand? Weil irgendeine Rolle muss er ja auch haben. Also ganz platt gesagt, hat der Verstand die Aufgabe, uns am Leben zu halten. Also dafür zu sorgen, dass wir überleben. Das ist ja schon mal etwas. Ja, aber der Verstand ist nicht dafür da, dass es uns gut geht, dass wir glücklich sind. Der sorgt nur dafür, dass wir überleben. Das ist Was eine ja Frage. auch, Ja. ja, Bitte. was ja auch deswegen so schwierig ist, sage ich mal, auch Gewohnheiten zu ändern, weil für den Verstand, der macht ja alles richtig. Das heißt, wenn wir bis heute überlebt haben, dann waren ja die Gewohnheiten, die Aktionen, die Gedanken, alles, was wir davor hatten, war ja quasi gut, weil wir haben ja bis heute überlebt. Also hat unser Gehirn ja überhaupt kein Interesse daran, irgendetwas zu verändern, weil das könnte ja potenziell gefährlich sein. Das könnte ja potenziell lebensgefährlich sein.
Das heißt, unser Gehirn hat überhaupt kein Interesse daran, irgendetwas zu verändern in unserem Leben. Da irritiert mich eine Sache. Ich weiß nicht, soll ich dich jetzt als Wissenschaftlerin oder als ehemalige Wissenschaftlerin ansprechen? Wo fühlst du dich eher gesehen? Gute Frage. Ja, also Wissenschaftlerin war ich, keine Frage. Also ich habe ja wirklich viele, Ja. viele Jahre meines Lebens an der Uni verbracht. Und ich habe tatsächlich den Zugang zu der Energiearbeit, zu der Spiritualität tatsächlich auch über die Wissenschaft gefunden. Und es ist nach wie vor so, dass ich Antworten suche, um das, was ich erlebe, was ich spüre, erklären zu können. Also die Wissenschaftlerin in mir ist natürlich noch da. Es ist nur so, dass mir als Beweis, in Anführungszeichen, reicht, es zu erleben, es selbst zu spüren. Weil das, was ich erlebt und gespürt habe, daran glaube ich. Dann kann ich mich an die Wissenschaftlerin wenden. In deiner Beschreibung des Verstandes als Teil der Wissenschaft, ich glaube, so siehst du ihn ja, dass Wissenschaft und Verstand sehr zusammenhängen, irritiert mich eine Sache, und zwar Wissenschaft, gerade wie wir sie die letzten 200 Jahre im Westen betrieben haben, ist doch im Grunde gekennzeichnet von Neugierde, von eben ins Unerforschte gehen, nach vorne gehen. Also wenn du sagst, dass der Verstand am Vertrauten festhält, am Gewussten und Überkommenen, würdest du, glaube ich, jetzt gerade ungefähr 10 Generationen von Naturwissenschaftlern extrem beleidigen, die mit dem Verstand in Welten gegangen sind seit der Renaissance, die einen nur staunen machen. Ich glaube nicht, dass der Verstand der Antreiber war. Also würdest du sagen, dass ein guter Wissenschaftler immer auch Kontakt zu seiner Intuition hat? Das finde ich einen spannenden Gedanken. Kannst du da mehr dazu sagen? Das kannst du auch zum Beispiel daran sehen, dass es ja solche Fälle gibt, wo an zwei unterschiedlichen Orten in der Welt zeitgleich eine Entdeckung gemacht wurde, wo wirklich nachweislich ist, dass es unabhängig voneinander war. Ja, und das kann man damit erklären, dass diese Wissenschaftler wirklich auf etwas zu etwas Zugang hatten, so würde ich es mal formulieren, was uns alle Menschen miteinander verbindet, also das kollektive Bewusstsein, das kollektive Feld, Nullpunktfeld, Informationsfeld, da gibt es ja ganz, ganz viele verschiedene Begriffe dafür, dass man auf diese Information Zugang hat. Und ja, ich glaube, dass Wissenschaftler sehr intuitiv handeln, Ideen verfolgen und dann, wie du vorhin gesagt hast, mit dem Verstand versuchen, das alles zu erklären. Aber ich glaube, diese Neugier, dieser Forschergeist, ich glaube, das ist eher eine Forscherseele, die einen in neue Gebiete bringt. Also die Unterscheidung zwischen Forschergeist und Forscherseele finde ich gerade richtig spannend. Das heißt, deine Idee ist, dass richtige Wissenschaftler, ich nenne das jetzt mal Kekso, dass sie sozusagen mit ihrer Intuition Dinge erspüren, erahnen und dann die Ratio nutzen, das zu übersetzen in Alltag und Anwendung. So würde ich das Also behaupten, ja. da würden sich, glaube ich, jetzt viele Wissenschaftler freuen, wenn du das so erklärst. Oder auch nicht, oder auch genau das Gegenteil. Aber ich gehe davon aus, dass der Verstand an sich kein Interesse hat, sich weiterzuentwickeln. Ist dann sozusagen so eine Art Übersetzer, der Verstand. Ja, ist ein Werkzeug. Ist ein Werkzeug, um hier zurechtzukommen und dafür zu sorgen, dass es uns hier, dass wir hier, wie gesagt, dass wir überleben. Und die Seele ist es, die möchte, dass wir uns weiterentwickeln. Das heißt, du hast damals trotz deines sehr rationalen Zugangs irgendwie gespürt, dass du unglücklich bist. Das heißt, es gab auf jeden Fall noch irgendeinen Feedback-Kanal, der dir gemeldet hat, da stimmt was nicht. Naja, durch die Panikattacken war es sehr, sehr eindeutig, das, was nicht stimmt. Also Und da hat dann. sozusagen mein Körper geschrien, halt, stopp. Also Und das war jetzt, wenn sehr ich den klar. nächsten Satz sage, merkst du, das kann nicht sein. Und dann hast du dich zum logischen nächsten zugewandt, nämlich zur Energiearbeit. Das Also, wollte ich gerade sagen. Naheliegendste, Also, das glaube ich dir jetzt eher nicht. Ich vermute mal, da gab es Zwischenschritte, oder? oder? Genau, tatsächlich NLP ist der Zwischenschritt gewesen. Also ich habe mich ja mit dem menschlichen Verhalten, menschlichen Gefühlen und menschlichen Gedanken ja schon immer beschäftigt. Also ich muss ja dazu sagen, ich hatte ja im Nebenfach Psychologie studiert. Das heißt also, das Interesse an Menschen war schon immer da. Es war damals
mein Hobby. Und ich habe damals schon sehr, sehr viele Bücher gelesen, Kurse besucht. Also ich habe mich sowieso schon in dem Bereich, ja, für diesen Bereich interessiert. Und als ich dann, wie gesagt, in der Klinik mit Panikattacken war, war wirklich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich muss jetzt erstmal mein Leben aufräumen, weil irgendwas stimmt hier so gar nicht. Und dann habe ich tatsächlich geguckt, was gibt es denn so, wie kann man sich denn selbst so erforschen, wie kann man an sich arbeiten. Und da bin ich auf NLP gestoßen. In der Klinik? Kurz darauf tatsächlich. Also kurz darauf habe ich dann geguckt, was gibt es denn für Möglichkeiten. Also ich habe geguckt, was gibt es für Methoden und habe dann über NLP gelesen und dachte, ach, das klingt ja ganz interessant. Das heißt, Und NLP habe erschien dir ausreichend rational, dass es zu dir passt, oder? ja, also das war tatsächlich, es hat meinen Kopf angestrengt, also Ziemlich mein lustig, Kopf weil hat. das ist, ich meine, es ist ja ein häufiger Vorwurf gegenüber dem NLP, dass die NLPler zu rational wären, aber du erklärst quasi, gerade drum passt es gut als Einstieg, weil es die Leute noch abholt, die Genau. nicht rational denken. Genau, das war so die Einstiegsdroge. Genau, also so. Ich finde, das ist eine Qualität, die ich am NLP auch sehr mag. Ich komme auch ähnlich dazu, dass es, wenn man sich in diese Welt aufmacht, was ist, wo man noch viel vertrauten Boden anfangs findet. Und es ist ja auch so, dass gerade im Practitioner, also ich habe dann den Practitioner gemacht, du kriegst ja Formate, wo es ja wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung gibt. Rationaler geht es ja gar nicht. Ja, also egal, keine Ahnung, Six-Step-Reframing, du hast halt six Steps, du hast sechs Schritte, du musst das, dann das, dann das, dann das. Also strukturierter geht es ja gar nicht. So, das war also tatsächlich der Einstieg für mich. Hab dann auch den Master und den Coach gemacht. Und habe auch sehr, sehr vieles an mir arbeiten können und auch sehr viel verändern können und mit einigen Punkten auch, ja, Gewohnheiten verändern. Also ich konnte viel an mir arbeiten, aber dieses Gefühl, so dieses, ja, diesen inneren Frieden, nach dem ich mich so gesehnt habe, nach dieser Erfüllung, nach diese Gelassenheit, diesen Frieden, das habe ich durch NLP nicht erreicht. Das heißt, in Und deiner Welt wäre das sowas wie die Seele war weiterhin unglücklich. ja, das ist eine schöne Formulierung. Genau. Also Also ich Verstand war schon besser, der hatte ja, Antworten. genau. Körper ging es vermutlich auch schon ein bisschen besser, aber die Seele meinte weiterhin, da fehlt noch was. Genau. Genau so könnte man das ausdrücken. Genau. Und so habe ich mich halt weiter auf die Suche begeben und bin dann tatsächlich aus dem wissenschaftlichen Kontext an die energetische Welt gekommen. Also angefangen von Joe Dispenza, den man ja mittlerweile doch sehr kennt, der das ja auch sehr wissenschaftlich angegangen hat. Der hat ja wirklich auch viele Studien dazu gemacht. Sein Kollege Dawson Church und noch andere, die dann wirklich das Ganze wissenschaftlich erklärt haben. Ich habe mich dann damit beschäftigt, okay, was ist denn dieses Informationsfeld? Rupert Sheldrake hat dann sozusagen dieses kollektive Bewusstsein erklärt. Dann bin ich weitergegangen. Ich habe mich mit Reiki beschäftigt. Ich habe Reiki-Ausbildung gemacht, um überhaupt, ne, was ist denn unser eigenes Energiefeld oder Informationsfeld oder Aura, kann man ja dazu auch sagen. Dann habe ich weitergeguckt, okay, wir haben ja auch Energiezentren, die Chakren, wir haben auch Energieleitbahnen. Und so bin ich Stück für Stück überhaupt erst da reingekommen. Und so richtig hundertprozentig überzeugt hat es mich, als ich Knieschmerzen bekommen habe. Ich bin Tennisspielerin und ich habe dann Kniebeschwerden bekommen und konnte eine ganze Zeit lang nicht mehr Tennis spielen. Und ich bin zu einem ganz normalen Schulmediziner gegangen, zu einem normalen Arzt, zu einem Orthopäden. Und der hat natürlich alles gemacht, was man in so einem Fall schulmedizinisch macht, ne, von Krankengymnastik, Stromtherapie, Einlagen, hier und da und da. Es hat anderthalb Jahre gedauert. Ich habe anderthalb Jahre nicht spielen können, bis er mir dann gesagt hat, ist wohl angehende Arthrose, kann man nichts machen, müssen Sie mit leben. Das war für mich keine Option. Und weil ich ja schon so viel über Energiearbeit zu dem Zeitpunkt gelesen, gehört, gemacht habe, habe ich tatsächlich einen Arzt gefunden, der energetisch arbeitet, beziehungsweise kinesiologisch. Und
der hat das Ganze bei mir dann mal ausgetestet, was denn da eigentlich wirklich mit dem Knie los ist. Und dabei kam heraus, dass meine Energieleitbahn zum Knie hin, da fließt die Gallenleitbahn, dass die blockiert ist und meine Gallenblase wohl energetisch blockiert ist. Und er hat mit Akupunktur gearbeitet und ich habe parallel geguckt, wofür steht denn die Gallenblase, was für ein Thema, emotionales Thema steht dahinter. Und das war das Thema Frust. Und ich habe an dem Thema Frust gearbeitet, mit Kolleginnen, mit mir selber, sodass wir also energetisch gearbeitet haben auf verschiedenen Ebenen. Also ich in meinem Energiefeld, er in meinen Energieleitbahnen. 2 Wochen später stand ich auf dem Tennisplatz. Und das war für mich wirklich der Moment, wo ich gesagt habe, also vielleicht kann man das alles nicht erklären und vielleicht gibt es dafür keine Beweise, aber es funktioniert. Und deswegen bin ich noch viel, viel tiefer in diese ganze Thematik reingegangen und wollte noch viel, viel mehr wissen. Was genau passiert denn? Was heißt denn, die Energie ist blockiert? Was heißt denn das überhaupt? Und wie kriege ich sie wieder ins Fließen? Und bin so immer tiefer und tiefer reingestiegen. Und tatsächlich, heute arbeite ich mit Methoden, die ja im weitesten Sinne, könnte man sagen, energetisch wirken. Jetzt hast du ganz oft das Wort energetisch gesagt und wir hatten es ja am Anfang schon angedeutet, du bevorzugst sehr stark dieses Wort und magst nicht so sehr das Wort spirituell und gar nicht so gern das Wort esoterisch. Es scheint, dass es für dich also drei sehr verschiedene Sachen sind. Und wenn du von Seele redest, läge doch spirituell eigentlich nahe, oder? Ja. Aber trotzdem magst du es nicht so, das Wort für deine Arbeit. Also ich persönlich mag das Wort und habe auch kein Problem damit. Aber es ist nun mal negativ besetzt, ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber man wird dann häufig in so eine Schublade gesteckt, in der ich nicht so gerne sein möchte. Findest du die Energiearbeitsschublade besser? Wenn du mich so direkt fragst, tut sich da nicht so viel, ne? Wollte ich gerade sagen. Also das macht jetzt in meiner Welt eher wenig Unterschied bei den Leuten, die das sowieso nicht gut finden. Das stimmt. Deswegen nutze ich eigentlich beides nicht so. Also, sagen wir es mal so, mit der Methode, mit der ich arbeite, in meinen Coachings, in meinen Kursen, da braucht man nicht diese Vorstellung, dass wir alles energetische Wesen sind, dass die Energie fließen kann. Die braucht man nicht. Das funktioniert auch, wenn man nicht diesen ganzen Background hat und wenn man nicht dran glaubt. Deswegen ist es eigentlich gar nicht so wichtig, wie man es nennt. Dass die Leute kommen einfach zu dir, weil sie ein Problem haben und eine Lösung wollen. Und wie das heißt, ist ihnen gar nicht so wichtig. Genau. Hauptsache, am Ende geht es ihnen besser. Genau. Und dass es energetisch ist, dass wir Energie da in Bewegung bringen, ist ja nebensächlich. Ich meine, wenn du zum Zahnarzt gehst, ist es dir doch auch egal, ob er den Bohrer X105KX nutzt. Wenn du zum Zahnarzt gehst, möchtest du, dass dir geholfen wird. Und letzten Endes, ja, helfe ich Menschen. Ich habe mir das vorhin schon gedacht, wie du das dann voneinander abgrenzen wolltest, weil ich dachte, erstens, wieso sollte man das nicht erklären können? Du erklärst es ja gerade mit Energiebahn und Galle und allem drum und dran. Das ist genauso eine gute Erklärung wie andere Erklärungen auch. Und zweitens, ich glaube, die meisten Patienten, die zum Schulmediziner gehen, interessieren sich für Medizinstudium genauso wenig wie Leute, die zu dir gehen und die Energiearbeit im Letzten verstehen wollen. Am Ende möchte man ein Ergebnis. Genau. Und wer heilt, hat recht, ne? Genau. Die Methode, die du dann machst, ist das eine, die du dir zusammengesucht hast, oder ist es eine, die es in irgendeiner Weise gibt und der du dich angeschlossen hast? Genau. Also ich arbeite mit der Logosynthese. Das ist eine Methode, die wurde von Dr. Willem Lammers entwickelt vor ja, so ungefähr 18 Jahren. Das ist also eine relativ neue, also relativ gesehen neue Methode. Und es war ja so, dass ich mich ja auf die Suche begeben habe, weil ich ja meine ganzen Themen noch nicht so wirklich in der Tiefe auflösen konnte. Und ich habe von EMDR, EFT, TRE,
Access Consciousness. Ich habe ja wirklich viele verschiedene Methoden kennengelernt, Ausbildung gemacht, aber ich kam halt nie so wirklich hinter die Themen. Und als ich dann das erste Mal Logosynthese erlebt habe und innerhalb kürzester Zeit so eine tiefgreifende Veränderung gespürt habe, wusste ich, das ist es. Das ist die Methode, die wirklich in der Tiefe hilft. Nachdem Und ich das Wort noch nie im Leben gehört habe. ja, es ist tatsächlich in Deutschland noch nicht so weit verbreitet. Der Dr. Wilhelm Lammers ist, ich glaube, Schweizer, ja. Dort ist es deutlich mehr verbreitet. Hier in Deutschland ist es noch nicht so weit verbreitet. Dann erzähl doch mal ein bisschen was drüber. Also Logosynthese setzt sich zusammen aus Logos, dem Wort, und Synthese zusammenfügen. Das heißt, man könnte es übersetzen mit Worten wieder zusammenfügen. So könnte man das sich vorstellen. Und es geht dabei mit sprachlichen Formulierungen, also über Worte, über Sätze, Energie in den Fluss zu bringen. So könnte man es sagen, beziehungsweise was dahinter steckt, sind ja emotionale Blockaden aufzulösen. Das ist ja das, was ich vorhin meinte mit meiner Gallenblase. Das Thema dahinter ist ja Frust. Frust ist ja eine Emotion, also eine emotionale Blockade. Und mit der Logosynthese kann man sozusagen herausfinden, was da wirklich hintersteckt. Weißt du, was ich gerade total lustig finde? Das, was du gerade beschreibst, ich habe davon keine Ahnung. Aber bis jetzt klingt es wie NLP. Das basiert auch auf NLP. Echt? Ja, Cool. Dann höre ich das dir ist zu. eine Mischung aus NLP, Hypnotherapie, Transaktionsanalyse und energetischer Psychologie. Das wurde sozusagen zusammen vereint. Ja, da sind sehr, sehr viele NLP-Elemente enthalten. Deswegen war es auch wirklich, ja, ich sag mal, sehr vertraut und doch aber neu, weil diese energetische Komponente mit reingekommen ist. Das heißt also, in der Logosynthese habe ich NLP mit Energiearbeit vereint gefunden. Ich habe ja in Und deinem Ankündigungstext gelesen für den Zeilitzheim-Kongress, dass es da wohl scheinbar sehr um auch biografische Arbeit geht, um Ursachenfindung, ne? genau. Also ich gehe davon aus, dass egal welches Problem wir heutzutage haben, egal über was wir uns aufregen, ärgern, egal welche Emotionen wir haben, das sind eigentlich Trigger aus der Vergangenheit. Das heißt also, wir werden an etwas erinnert oder wieder hineinversetzt in etwas, was wir in der Vergangenheit mal erlebt haben. Und es gibt ein Ereignis, was sozusagen, was wir erlebt haben, was wir nicht zu Ende erlebt haben, also wo was irgendwie so gravierend war, entweder sehr schmerzhaft oder überwältigend. Also wenn wir etwas erlebt haben, was wir damals nicht zu Ende bearbeitet haben, nicht zu Ende durchleben konnten, steckt das in unserem System fest. Es gibt einen Ort in unserem Energiefeld, wo so ein Ereignis feststeckt, also wo die Energie in diesem Ereignis geblockiert ist. Und jedes Mal, wenn wir jetzt etwas erleben, was uns in irgendeiner Form an dieses Ereignis erinnert, und sei es, dass es der Duft ist, den wir damals gerochen haben, oder da steht eine Vase, die uns daran erinnert. Also es ist manchmal wirklich überhaupt nicht logisch, aber irgendetwas in der Gegenwart erinnert uns an damals und wir werden quasi da wirklich emotional reinkatapultiert in das Ereignis, was wir damals als Kind erlebt haben. Und mit der Logosynthese gehen wir sozusagen aus der, oder gehe ich in meiner Arbeit aus der Gegenwart in die Emotionen. Über die Emotionen reisen wir quasi in das Ereignis, wo es zum ersten Mal entstanden ist, und können dann mit der Logosynthese die Komponenten, die da eine Rolle gespielt haben, bearbeiten, das Ereignis bearbeiten, die Emotionen zu Ende führen, so würde ich das nennen. Und in dem Moment, wo die Belastung dort reduziert wird, ändert sich natürlich die Wahrnehmung in der Gegenwart. Jetzt in deinem Text verwendest du drei Worte, die du bestimmt differenzierst, sonst würdest du sie nicht verwenden. Aber ich kriege sie gerade nicht genau unterschieden. Und zwar, du verwendest Emotion, Energie und Psyche. Sind das für Genau. dich
drei ähnliche, unterschiedliche, verbundene? Oder wo ist das? Weil du jetzt ja über die Emotion gesprochen hast und vermutlich gleich zur Energie kommen wirst. Ich gehe davon aus, dass wir ein, vielleicht mache ich es ein bisschen konkreter, dass wir vielleicht ein ganz konkretes Beispiel haben. Ich hatte zum Beispiel eine Klientin, die hatte das Gefühl, nicht liebenswert zu sein, nicht wertvoll zu sein. Das heißt also, letzten Endes ist das ein Glaubenssatz. Und jeder Glaubenssatz hat in unserem Energiefeld einen ganz bestimmten Ort, an dem er gespeichert ist. Das heißt, wenn man wirklich die Augen schließt und mal reinspürt, diesen Glaubenssatz ausspricht, ist er an einer ganz bestimmten Stelle gespeichert. Das kann in uns sein, das kann irgendwo um uns herum sein. Also manche sagen, okay, es ist genau hier rechts oben. Der andere sagt, oh, ich spüre das aber in meiner linken Schulter. Also es gibt einen konkreten Ort. Und das ist das, was ich meine, dass ein Glaubenssatz energetisch kodiert oder gespeichert ist in unserem Feld. So. Und wir sind dann ausgehend von diesem Glaubenssatz, von diesem Ort, an dem das passiert ist, untersuchen wir dann die Emotion. Okay, was steckt denn dahinter? Wie fühlst du dich denn mit diesem Glaubenssatz? Wie fühlst du dich denn damit? Und gehen dann sozusagen in die Vergangenheit, um zu gucken, okay, wann hast du dich denn schon so mal gefühlt? Das heißt, wir gehen dann emotional da rein, um zu überprüfen, okay, wann war das Mal, wo du dich so gefühlt hast? Und übrigens, ganz häufig höre ich dann Menschen, ja, aber ich kann mich dann an meine Vergangenheit doch gar nicht erinnern. Ich weiß kaum noch was aus meiner Kindheit. Und das Tolle an der Logosynthese ist, dass diese Ereignisse dann plötzlich hochkommen. Also das ist ganz, ganz erstaunlich. Und das war jetzt bei dieser Klientin zum Beispiel auch so. Da kam plötzlich der 6. Geburtstag hoch. Also es war wirklich so ein Aufploppen. Und es war so, dass die Klientin zum 6. Geburtstag ein Puppenhaus geschenkt bekommen hat. Und sie hatte eine 2 Jahre jüngere Schwester. Und damit die Schwester nicht traurig ist, hat die Schwester ebenfalls das gleiche Puppenhaus bekommen an dem Geburtstag meiner Klientin. Und das war das Ereignis, wo meine Klientin sich überlegt, also nicht überlegt hat, das ist ja unbewusst, ich bin ja nichts wert. Weil wenn ich was wert wäre oder wenn mein Geburtstag was wert wäre, dann würde ich ja etwas Besonderes bekommen und nicht das Gleiche, was meine kleine Schwester bekommt. Das heißt, dort ist ja der Glaubenssatz entstanden oder als Schlussfolgerung, ich bin nichts wert oder ich bin nicht liebenswert, weil sonst würde ich ja was bekommen. Das passiert ja alles unbewusst. Das ist also das, was in der Psyche passiert. Also das heißt, die Psyche hat quasi eine Strategie entwickelt, nämlich einen Glaubenssatz sozusagen installiert. Und diesen Glaubenssatz hat die Klientin sozusagen ihr ganzes Leben mit sich, trägt den das ganze Leben mit sich. Am Ende hast du mich ganz kurz verloren. Ich frage mal nach. Das Ich habe gerade gesehen, du hast gerade geguckt. heißt, das heißt, Feld, und in dem Feld ist ein Glaubenssatz. Der Glaubenssatz macht eine Emotion. Und Psyche ist für dich quasi das Gesamtsystem, was mit diesem Kuddelmuddel umgeht, oder? Ja. Dann hast du mich wieder gewonnen. Genau. Dann bin ich Und wieder da. dieses Ereignis ist aber auch im Feld gespeichert. Genau, es sind quasi zwei unterschiedliche Schienen, auf denen wir unterwegs sind. Vielleicht kann man das so sich vorstellen. Und in dem Moment, wo wir dieses Ereignis bearbeiten, kann die Klientin Frieden damit schließen und kann diesen Glaubenssatz innerhalb dieses Ereignisses auflösen. Wo würdest du jetzt als NLPlerin sagen, ist der Unterschied zum Change History? Weil es klingt ja für NLP-Ohren schon ein klitzekleines bisschen wie Change History. Ja, bei Logosynthese gehen wir davon aus, dass in so einer Situation unsere eigene Energie erstarrt wird. Und dadurch, dass solche Ereignisse immer mit anderen Menschen in Verbindung stehen, wird auch ein Teil deren Energie in unserem Feld gespeichert. Das heißt, die anderen Menschen hinterlassen Spuren
in unserem Feld. Und NLP, beim NLP konzentrieren wir uns, wenn überhaupt, nur auf die eigene Energie, so würde ich es mal formulieren, auch wenn man das nicht so, Darf ich wenn das man, Wort, Reimprinting mal kurz in den Raum werfen? ja, Das aber ist ja bei, genau das, wo man in die anderen reingeht. Also. ja, aber man entfernt nicht die Energie der anderen aus seinem eigenen Feld. Das stimmt. Und das ist der große Unterschied. Das ist die Komponente, die Logosynthese hat, die weder NLP noch irgendeine andere Methode berücksichtigt. Also bei Logosynthese machen wir drei Dinge und eine davon ist die Energie, die Fremdenergie der anderen aus dem Feld raus, aus dem eigenen persönlichen Feld rauszubringen. Einfach raus oder zurückgeben? Zurückgehen. Zurückgeben. Okay. Und ich vermute mit Worten. Genau. Okay. Also ich verstehe, was du meinst, dass es etwas ist, was auf dem NLP aufbaut. Es wirkt ein Genau. bisschen wie so ein energetisch aufgebohrtes NLP. Ja, genau. Genau, deswegen meinte ich ja, NLP und Energiearbeit zusammengefügt ergibt Logosynthese. Und deswegen, als ich das erste Mal selbst erlebt habe, und wie gesagt, auch noch die Wirkung davon erlebt habe, weil die wirklich direkt spürbar ist, wusste ich, das ist es, womit ich arbeiten möchte, womit ich an mir arbeiten möchte und was ich meinen Klienten ermöglichen möchte. Es ist dann, ich versuche es mal zu übersetzen, sozusagen, das NLP, was du kennengelernt hast, ist ja dieses mit dem anfangs sehr freundlichen, rationalen Anteil, was dich also willkommen heißt, wenn du aus dieser Welt kommst. Dann kamst du immer an den Punkt, wo du, ich formuliere es mal so, die vielleicht die Tiefe, die Emotionalität und alles das ein bisschen dann vermisst hast. Und das kommt dann über diese Energiearbeit mit dazu. Genau. Wobei man ja auch sagen kann, dass NLP an sich auch sehr viele energetische Elemente hat. Man nennt es natürlich nicht so, aber letzten Endes kommt sehr, sehr viel energetische Arbeit im NLP vor. Es ist ja sowieso so unter uns NLPlern, dass niemand von uns sagen kann, NLP ist oder NLP hat, weil es ist ja nicht geschützt. Jeder kann ja machen, was er will unter dem Namen NLP. Und es gibt ja sozusagen keine internationale NLP-Vereinigung, die die Reinheit der Lehre gewährleistet. Und von daher habe ich sowieso immer ein bisschen Schwierigkeiten mit so Sätzen wie NLP hat, NLP ist, NLP tut. Im Grunde kann man immer nur über NLPler reden, was die machen. Und da gebe ich dir recht, es gibt inzwischen sehr viele NLPler, ich würde sagen fast an die meisten, die sehr klar auch mit Energie und solchen Sachen arbeiten. Ja. Ja, da muss man aber auch Bandler und Grinder entschuldigen. Ich meine, die haben in den 70er Jahren die Methode entwickelt. Also da waren zwar noch die Wellen der 68er drin, aber wir sind heute weiter. Aber auch die ursprünglichen Formate, da sind auch energetische Elemente mit drinne. Es wird, wie gesagt, so nicht genannt, aber letzten Endes könnte man das auch energetisch erklären. Es gibt aus der Frühzeit des NLP einen sehr spannenden Link zur Energiearbeit. Und zwar, ich weiß nicht, ob du Carlos Castanedas kennst, diese Bücher über Don Juan, den Indianer. Das ist ja Nee. eine ganz frühe Form von Energiearbeit, esoterische Arbeit, also Bücher aus den späten 60ern, frühen 70ern. Da erzählt dieser Carlos Castanedas, er hätte halt quasi im Urwald einen weisen Indianer, Medizinmann, Schaman gefunden und der führt ihn so in diese ganze Energiearbeit ein. Und Paul Watzlawick schreibt in seinem Buch, er hätte das gelesen, diese Geschichten von Carlos Castanedas und dachte sich irgendwie, den Indianer kennt er, den Medizinmann, und hätte daraufhin Milton Erickson gefragt, sag mal Milton, bist du das, über den der da schreibt? Und Paul Watzlawick schreibt, dass Milton Erickson auf so eine merkwürdige Art gelächelt hat und die Antwort verweigert hat. Aber selbst wenn er es nicht ist, ist doch zu merken, dass scheinbar Milton Erickson schon Sachen gemacht hat, die wir heute Energiearbeit nennen würden. Ganz klar. Also sehr aus diesem Feld kommt. Ich meine, die konnten es halt damals nicht sagen. Und nachdem ja Erickson der ist, der Bandler und Grinder vermutlich am meisten beeinflusst hat, gehe ich mal davon aus, dass die damals auch viele Dinge erlebt haben, die sie vielleicht in den 70ern noch nicht so reinschreiben wollten in die Bücher. Aber du hast recht, es ist alles angelegt. Es ist da mit drin, definitiv. Ich finde gerade gut, dass Bandler und Grinder halt den Rapport zu eher rational denkenden Menschen so gut gehalten haben. Ja, genau, deswegen habe ich auch gesagt, das war für mich und du hast auch gesagt für dich der Einstieg. Und das macht, also NLP ist,
ja, gut für Menschen, die mit dem Kopf unterwegs sind. Das ist einfach wirklich der leichtere Einstieg, weil Energiearbeit, Spiritualität, Esoterik ist einfach noch abschreckend. Viele, also wir werden ja einfach in unserer Gesellschaft dazu erzogen, alles rational zu sehen, wirklich mit dem Kopf. Ich meine, in der Schule geht es doch nur darum, die Aufgaben zu lösen. Wir lernen doch Verstand, mit dem Verstand zu leben. Wir lernen Leistung zu bringen. Wir lernen gute Noten zu schreiben. Das heißt also, uns wird ja nie beigebracht, dass es noch eine andere Welt gibt. Eine Welt, in der sowas wie Intuition zum Beispiel eine Rolle spielt. Ich meine, stell dir vor, irgendein Vorsitzender von irgendeinem großen Unternehmen sagt, wir machen das jetzt so, das sagt mir meine Intuition. Also ich meine, das wird nicht funktionieren, sondern wir machen das so, weil das, 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 das und das. Also es muss ja alles rational erklärt werden, es muss ja alles eine Begründung haben und nur dann sind Menschen bereit, mitzugehen. Keiner folgt ja, wenn man sagt, ja, ich weiß auch nicht warum, aber das fühlt sich gerade gut an. Ich finde es so lustig, dass mein Weg exakt der andere war. Also ich komme ja, ich weiß nicht, was du über meinen Weg kennst. Ich war ja Kirchenmusiker ursprünglich. Also da ist ja schon die Verbindung drin von zum einen einer gehörigen Portion Spiritualität, die man, wenn man lang genug sucht, sogar in der Kirche noch findet, und Musik, was ja auch definitiv nicht rational erklärbar ist. Und mit dem Hintergrund kam ich dann nach Berlin und habe mich dann wirklich voll in die ESO-Energie-Spirit-Psychotherapie-Szene reingestürzt und alles ausprobiert. Und das heißt, das war alles da, das war ja meine Welt. Aber was ich da immer vermisst habe, war halt auch die Ratio. Also mir wäre es lieb gewesen, wenn neben dieser ganzen energetisch-emotionalen sonstigen Geschichte, die ich ja geliebt habe, auch noch Ratio drin gewesen wäre. Und dann habe ich NLP kennengelernt. Und darum war es für mich eher so rum, dass für mich NLP das fehlende Stück beigesteuert hat. Also nach dem Motto, ach so, ich kann ja diese energetisch frei schwingend emotionalen Sachen sogar noch mit Verstand verbinden. Und dann war ich da gefangen. Also genau die andere Richtung. Ja, spannend. Weil NLP halt wirklich so eine Brücke bildet. NLP hat beide Seiten in sich. Ja, genau. Und je Weil nachdem, von wo man kommt, ne? mir als Musiker. Mich kannst du nicht mit der Frage beeindrucken, kann man das wissenschaftlich beweisen? Weil du kannst ja auch kein Musikstück, du kannst die Schönheit von einem Kunstwerk wird nicht vernünftig wissenschaftlich beweisen. Es gibt Versuche mit Proportionen, mit Harmonie, mit Schwingungen zu rechnen, aber kein Musiker nimmt das wirklich ernst. Das ist eine andere Welt. Also da ist halt wieder Energie, Gefühl und sonst was mit drin. Ja, also ich würde es ja immer unterscheiden zwischen Kopfmenschen und Ja. Bauchmenschen, ja. Und das Schöne, wie du gerade sagst, NLP kann beide abgreifen. Naja, jeder Mensch enthält alle drei Anteile. Ich würde sagen, jede Methode, die versucht, eines dieser drei Anteile zu negieren, wird scheitern. Weil damit wir Ganzheit kriegen, brauchen wir alle drei. Vielleicht in individuellen Verhältnissen. Der eine braucht mehr das, der andere braucht mehr das. Aber ich glaube, dass niemand wirklich glücklich wird, wenn er eine von diesen drei Bereichen negiert. Ganz genau so sehe ich es auch, ja. Es geht um die Verbindung. Okay. Ja. Gut, das heißt, deine Geschichte ging dann gut weiter und gut aus. Das heißt, deine eigenen Probleme hast du gelöst und dann hast du beschlossen, jetzt hängst du die Mathematik an den Nagel und arbeitest nur noch energetisch. Ja, ganz genau so ist es. Genau, also ich habe wirklich sehr, sehr viele Themen bei mir selbst erstmal auflösen können. Und das sollte sowieso jeder Coach. Also ist das A und O, um jemanden begleiten zu können, sollte man seine eigenen Themen einmal aufgeräumt haben. Genau. Und dann habe ich tatsächlich irgendwann einen Schritt gewagt und gesagt, okay, das muss in die Welt raus, dass ich möchte Menschen wirklich helfen, innerlich aufzuräumen und sich von diesen ganzen Blockaden, diesen Widerständen, diesen Einschränkungen, diesen Glaubenssätzen, von all diesen Dingen befreien, um letzten Endes wirklich zu sich selbst zu finden. Weil ich glaube, nur wenn wir bei uns selbst ankommen, erkennen wir, wer wir sind, warum wir hier sind. Und dazu bedarf es aber aus meiner Perspektive wirklich dieses innere Aufräumen, weil einfach so viel zugeschüttet ist, ja, also weil wir einfach so viel Konditionierung haben, weil wir so viel erlebt haben, weil uns so viel eingeredet wurde, wie wir zu sein haben, was wir zu tun haben, was gut ist, was falsch ist, was richtig ist.
Und sich von all dem wirklich Stück für Stück zu befreien, um dann in der Tiefe zu gucken, okay, wer bin ich eigentlich? Das fiel mir auf deiner Homepage auf, diese Metapher mit dem inneren Aufräumen. Ich glaube, du magst die, oder? Die taucht da Ja. oft auf. Also so einmal innerlich durchputzen. Genau. So Also ist. stelle ich mir das wirklich vor und so empfinde ich das auch, weil genau das mache ich. Und jedes Mal, wenn ich irgendwie ein Thema bei mir erkenne, dann denke ich, yay, cool, okay, jetzt habe ich wieder was, an dem ich mal gucken kann, was steckt denn diesmal dahinter? Und kann das dann bearbeiten und dann ist dieser Baustein wirklich weg, bis dann der nächste kommt. Also ich glaube, das ist auch eine Lebensaufgabe. Ich glaube, da gibt es auch kein irgendwann, bis man fertig. Und ich muss auch sagen, das fängt auch irgendwann an, Spaß zu machen. Also ich halte dann schon wirklich Ausschau, okay, wo ist das nächste Thema, das ich jetzt mal wieder angehen kann? Und ich glaube, wir alle haben so viel erlebt, die Themen gehen nicht aus. Um jetzt wirklich genau in deiner Metapher zu bleiben, es geht dir also nicht so sehr darum, das Vorhandene zu ordnen, als mehr sich wirklich davon zu lösen und es rauszuschmeißen. Rauszuschmeißen, alles das, was nicht zu einem gehört. Also für mich gehört zum Aufräumen auch auf jeden Fall Ausmisten. Dinge, die wirklich nicht zu uns gehören. Das passt jetzt auch zu deinem japanisch reduzierten Bildschirmhintergrund. Findest du, wieso? Weil der auch so was reduziert Ordentliches ausstrahlt. Ne? Okay, so kann man es auch sehen. Die Marie Kondo der Psyche. Ja, so könnte man es vielleicht auch sehen, ja. Aber ich finde, die Parallelen sind wirklich da, weil ich meine, wenn wir immer etwas Neues in ein, sagen wir mal, ein Zimmer, ja, wir kaufen unser ganzes Leben lang, kaufen wir neue Dinge, neue Dinge, neue Dinge, ja, dann kommt noch das dazu und dies dazu. Irgendwann ist dieses Zimmer dermaßen vollgestellt und vollgemüllt, dass wir uns da gar nicht bewegen können. Und es ist ja genau das Gleiche mit der Psyche. All die Themen, all das, was wir erlebt haben, Verletzungen, Enttäuschungen, alles, wo wir belogen wurden, betrogen wurden, wo wir vom Kopf gestoßen wurden. Also da sind ja auch einfach so viele Erfahrungen. Und man kann sich das genauso vorstellen. Es kommt in das Zimmer immer wieder was Neues. Und es kommt ja tagtäglich was Neues dazu. Der Streit mit dem Partner, mit dem Kollegen, mit dem Chef. Es kommt ja ständig was dazu. Und dieses Zimmer ist einfach so voll, dass es dringend nötig ist, da aufzuräumen, zu gucken, was brauche ich davon, was brauche ich nicht mehr und was ich nicht brauche, weg damit. Also es ist ja kein Wunder, dass wir uns erschöpft fühlen, dass wir müde sind, wenn unser Zimmer so mega voll ist. Das klingt so, als wäre Robert Dills Museum der Glaubenssätze nicht dein Lieblingsformat. Ja, das Aufheben ist dann nicht so deins, ne? Nee, weg damit. Alles, was nicht gut tut, alles, was uns nicht voranbringt, alles, was uns behindert, weg damit. Nur, ich bin der Meinung, nur so kommen wir in diese Leichtigkeit, in diese Gelassenheit und diese Freude, nach denen sich ja doch so viele Menschen sehnen. Und ich merke, dass das möglich ist. Das ist möglich, wenn man Stück für Stück seine Baustellen bearbeitet, wenn man Stück für Stück all das rausschmeißt, was nicht zu einem gehört. Darunter liegt dieser innere Frieden. Darunter liegt diese Gelassenheit und dieses Gefühl von Verbundenheit, dieses Gefühl von alles ist gut, wie es ist und auch dieses tiefe Vertrauen, dass genau wie es jetzt ist, es gut und richtig ist. Aber da kommt man, wie gesagt, durch inneres Aufräumen hin. Magst du, kannst du, willst du, weil du sollst jetzt hier kein geheimes Wissen einfach so im Podcast verraten, aber mal so ein bisschen andeuten, wie dann am Ende der Heilungsprozess, die Heilungsszene abläuft in der Logosynthese, also da, wo man die Emotion zu Ende führt und die Energien der anderen an die zurückgibt und alles das. Weil du meintest ja, es wäre ein vordergründig erstmal verbaler Prozess, der aber letztendlich energetisch wirkt. Genau, also die klassischen Sätze, die ich danach höre, ist, ich fühle mich jetzt so viel freier. Es fühlt sich jetzt so viel leichter an. Es ist so, als hätte ich eine riesige Last abgelegt. Es ist emotional einfach nicht mehr belastend. Das heißt, man denkt an etwas, was, sagen wir mal, eine halbe Stunde vorher hat diese Erinnerung Emotionen ausgelöst. Und nach der Sitzung
denkt man an das gleiche Ereignis und diese Emotionen sind nicht mehr da. Das heißt, die Erinnerung wird von den Emotionen getrennt und man kann sich diese Erinnerung anschauen und man kann sie immer noch für nicht gut befinden. Natürlich war das nicht schön, was da passiert ist, aber es macht nichts mehr mit einem. Und es ist einfach dieses Gefühl von, okay, es ist, wie es ist und es stört mich nicht mehr. So, das ist die häufigste Reaktion. Und dann geht es aber dann direkt in die Zukunft. Es gibt auch ein Future Pace, genauso wie im NLP gibt es das auch, dass man da nochmal reinguckt, okay, was heißt das denn jetzt? Wie sieht dein Leben denn jetzt aus? Jetzt, wo diese Belastung, diese Last von deinen Schultern gefallen ist, wie sieht es denn jetzt aus? Und plötzlich werden da neue Handlungsmöglichkeiten offenbart, die vorher einfach nicht da waren. Und das ist so das Schöne, was einfach, ja, so schön ist zu sehen, was da in so kurzer Zeit möglich ist für Veränderung. Jetzt sind wir ja beide NLPler und das Publikum, was uns zuhört, wird auch viel NLP-Wissen haben. Also in so einem Change History würde ich ja dann einfach Ressourcen aktivieren und mit den Ressourcen nochmal durchgehen. Und es wäre ein überwiegend sinnesspezifischer WAKOG-Prozess. Das heißt, ich würde sehen, hören, fühlen, also auch Emotionen und dann etwas neu erleben. Das klingt ja eigentlich schon mal ziemlich emotional. Ja. Und du sagst, es kommt aber in deiner Arbeit dann noch eine weitere Komponente dazu, diese energetische, oder? Ja, und man muss nicht so viel tun. Also Change History ist ja, so wie ich es kennengelernt habe, man tut sehr viel. Okay, so hat noch kaum jemand NLP beschrieben, aber ich höre dir gerne weiter zu. Ja, man, doch, ich muss sagen, ich fand es als Klient doch anstrengend, in Hey, Anführungszeichen, ja. weil man tut die ganze Zeit was. Und Ja, man bei der erlebt. Logosynthese stößt man was an und es passiert im Hintergrund, ohne dass man was tun muss. Also es wird was angestoßen und das wird im System sozusagen integriert und die Auswirkungen sind dann Tage später direkt auch spürbar. Also ohne dass wir sozusagen jetzt diesen Weg nochmal zurückgehen, was du gerade meintest, ne? Ressourcen werden eingesammelt und dann gehen wir diesen Weg zurück. Der Teil fällt komplett weg, weil das automatisch von alleine passiert. Du hattest ja von der Klientin erzählt mit den Puppenhäusern. Ja, genau. Das heißt, du sagst dann irgendeinen Satz oder sie sagt einen Satz und dadurch entsteht ein Prozess. Wie muss ich mir das vorstellen? Kurz gesagt, ja. Ich bin sensibel genug, um zu merken, dass du den Satz nicht sagen willst. Diese Sätze sind kein Geheimnis, die kann man in den Büchern von der Dr. Lammers auch alle nachlesen. Es ist nur so, dass man schon wissen sollte, was man tut. Und ich das deswegen jetzt nicht einfach so hier sagen möchte, weil das kann tatsächlich Prozesse anstoßen, die wirklich sehr tief gehen. Und das wäre einfach unverantwortlich, das jetzt einfach so ohne Vorbereitung, ohne diesen Hintergrund und diese Arbeit und vor allem ohne dass jemand da ist, der einen auffangen kann, ja. Also diese Prozesse sind schon so aufgebaut, dass wirklich auch schwere Themen ans Tageslicht kommen. Und da möchte ich auch niemanden dann, dass da was hochkommt und denjenigen dann damit alleine lassen. Also tatsächlich, diese Methode kann einen ganz schön umhauen. Also das ist wirklich tiefgehende Arbeit, die hat es echt in sich. Für die, die sich umhauen lassen wollen, wir werden ja auch unter den Podcast deine Webadresse stellen. Das heißt, da kann man dann das Ganze, wenn man es möchte, live erleben. Ja, sehr gerne. Also ich gebe ja regelmäßig Webinare und meine Webinare sind so aufgebaut, dass der erste Teil Theorie ist und im zweiten Teil arbeiten wir miteinander. Das heißt, man kann Logosynthese bei mir auf jeden Fall mal kennenlernen und direkt spüren, was das macht. Du meintest ja vorhin, dass Logosynthese die Verbindung von, glaube ich, vier Methoden ist, oder? Mindestens vier. Das waren jetzt die vier, die mir eingefallen sind, ja. Gibt es noch andere spannende Elemente, die aus anderen Methoden dazugekommen sind, wo du findest, die sind noch in den letzten 5 Minuten einer Erwähnung wert? Wir hatten jetzt dieses NLP-Energiearbeit-Kombination. Das sind so für mich jetzt die wichtigsten beiden Komponenten tatsächlich. Also natürlich gibt es da FAKOG, das
ne, das innere Erleben. Und zum Beispiel auch mit den Glaubenssätzen so, dass manche Menschen hören den Glaubenssatz, ne, dann sagen die wirklich, okay, ich höre die Stimme meiner Mutter, die sagt, ich bin zu dick, zu klein, zu was auch immer. Also manche Menschen hören diese Stimme, manche sehen es. Also natürlich arbeitet man da auch mit FACOC. Deswegen meine ich, es ist sehr, sehr viel aus NLP, was man da wiederfinden kann. Gleich zum Schluss, wie geht es dann weiter? Also glaubst du an sowas wie eine Bestimmung für die Seelenweg, den man vorgegeben sich ausgesucht hat? Ja, Also wo ja. kommt dann das Stück Zukunft rein? Also ich gehe davon aus, dass wir energetische Wesen sind, dass wir uns für dieses Leben hier eine Aufgabe ausgewählt haben und dass wir sozusagen eine bestimmte Bestimmung oder ja, eine Bestimmung haben, eine Aufgabe, die wir aber oft nicht erfüllen können aufgrund dessen, was wir alles erlebt haben, weil einfach unsere Eltern, unsere Gesellschaft uns in eine andere Richtung treibt und uns immer weiter von uns selbst entfernt. Und mit der Arbeit, die ich mache, geht es ja genau darum, wieder zu sich selbst zu finden, um überhaupt wieder zu erkennen, warum bin ich hier, was ist eigentlich meine Aufgabe. Und das wird halt möglich, wenn man vieles von dem, sich von dem befreit, was eigentlich gar nicht zu einem gehört. Das heißt, du gehst davon aus, es gibt eine unsterbliche Seele, die sucht sich eine Aufgabe, Ja. aber dass sie sich die Aufgabe sucht, heißt noch längst nicht, dass sie sie auch erfüllen wird, sondern es Genau, gibt also auch zumindest ne, dann. nicht in diesem Leben. Also ich gehe schon davon aus, dass unsere Seele frühere Leben hat und auch mehrere Leben noch kommen werden. Und ich glaube schon, dass die Seele versucht, ihre Aufgabe in diesem Leben zu erfüllen. Aber je nachdem, wie sehr unser Verstand dem entgegentritt, kann es sein, dass wir unsere Aufgabe nicht erfüllen. Und mein Wunsch ist es für meine Seele tatsächlich, diese Aufgabe zu erfüllen. Und ich glaube, dass ich da auf einem sehr, sehr guten Weg bin. Ist schon eigentlich spannend, wie im ehemals christlichen Abendland plötzlich so eine Idee von im Grunde ja Wiedergeburt Einzug gehalten hat, die da nie wirklich vorgesehen war, weil eigentlich ist ja das Christentum die Idee mit, du hast einen Versuch, einen Schuss und der muss treffen. Oh, da könnten wir aber lange Diskussionen drüber halten. Ich weiß nicht, hast du die Bücher Gespräche mit Gott gelesen? Ist lange, lange her. Welche? Also darüber könnte man ja auch wirklich, wirklich lange philosophieren, warum die Kirche das so und so erzählt hat, was dahinter steht. Also da könnte man wirklich lange drüber sprechen. Ich glaube, da darf jeder für sich einen Weg finden, mit dem er sich wohlfühlt. Ich muss sagen, seitdem ich davon ausgehe, dass wir energetische Wesen sind, dass wir eine Aufgabe haben, ist mein Leben deutlich entspannter, deutlich schöner. Und ob es wahr ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich kann es nicht beweisen. Werden wir vielleicht auch nicht. Aber das Leben ist schöner für mich geworden, seit das ein Teil von meinem Leben ist. Du hast recht, man könnte lange drüber reden. Ich war gerade kurz zu überlegen, ob wir es noch kurz wagen sollen, weil, wie gesagt, als ehemaliger Kirchenmusiker, ich hatte da auch meinen Weg von. Also ich kam, obwohl ich Kirchenmusiker war, eher spät zur Kirche. Also ich bin im Grunde komplett ohne Religion aufgewachsen und kam dann über die Musik zur Kirche. Also ich habe erst mit Musik angefangen und weil ich halt dann in so einer Kleinstadt aufgewachsen bin, da brauchte es dann einen Organisten. Ich konnte Klavier spielen und dann hatte ich halt irgendwann den Job des Organisten und habe darüber angefangen, mich mit der Kirche zu beschäftigen. Also es war auch ein sehr seltsamer Einstieg. Ich mache manchmal Sachen in der falschen Reihenfolge. Ehrlich. Und ich glaube aber, das war gar nicht verkehrt, wenn man dann erst so mit 14 anfängt, sich damit zu beschäftigen, weil es halt dann diese ursprünglich kindlichen Prägungen auf die Art nicht gibt, sondern auch so ein neugierig kritischer Blick auf das Ganze. Ich habe dann sehr viele schöne Sachen darin gefunden, inklusive auch der, dass natürlich, wie du schon sagst, es gibt einen sehr schönen Satz von Mahatma Gandhi, der mal gesagt hat, das Christentum ist eine sehr gute Idee, aber die meisten Christen sähen ihm zu wenig erlöst aus. Und Ja. das fällt dann schon irgendwann auf, dass eine Religion, die eigentlich die Erlösung als Hauptthema predigt, überwiegend Menschen erzeugt, die rumlaufen in der Haltung, wir sind alle arme Sünder.
Da Genau kann man das. aber sagen, das ist eigentlich nicht wirklich Christentum. Das ist nicht die ursprüngliche Botschaft. Aber ich meine, es gab auch für mich einen Grund, irgendwann auszutreten aus der Kirche. Und das war, der Hauptgrund war, dass ich gerade als Kirchenmusiker in Berlin in der Kirche kaum jemanden gefunden habe, der wirklich gläubig war. Also da sind viele Leute, die machen das der Form halber. Und dann, es ist kein, in seltensten Fällen ein Ort der Spiritualität. Das ist leider inzwischen so. Und ich leide bis heute darunter und sage das ganz oft, ich finde es so schade, dass die Kirchen in unserer Kultur diesen Platz einfach geräumt haben, den Platz Spiritualität zu bieten, also einen Ort dafür zu schaffen. Und darum verstehe ich auch, dass seit den 68ern da eben ganz viel New Age, Flower Power, asiatische Sachen den Platz nehmen, weil die Leute haben Hunger danach. Leute brauchen was, die brauchen irgendeine Antwort. Und da kann man nur sagen, wenn die Kirchen nicht mehr bereit sind, die Antwort zu geben, dann guckt man sich halt anderweitig um, was es da gibt. Aber ehrlich gesagt, in den letzten Jahren habe ich das Christentum wieder lieber gewonnen. Also ganz stark durch die Texte von Jordan Peterson. Der hat aber mir eine sehr große Versöhnung angefangen. Der hatte diese spannende Serie auf YouTube, Biblical Lectures, wo er die Bibel erklärt aus psychologischer Sicht. Und da dachte ich mal, da sind schon auch viele gute Ideen drin. Aber es kann sein, dass der Weg, seine Spiritualität in irgendwelchen New Age-Ecken zu finden, einfacher ist als in unserer Kultur wieder ganz nach unten durchzugraben. Ja. Ich weiß nur eine Stelle, das war im Studium, da hatten wir ja auch Liturgie- und Theologieunterricht als Kirchenmusiker. Da kam ein Priester, der das gemacht hat. Und der hat oft, eigentlich hat, waren seine Vorlesungen manchmal Predigten. Und ich weiß noch die Stelle, wo er meinte, eigentlich ist die christliche Botschaft, Jesus starb am Kreuz, weil Gott dich liebt. Punkt. Du bist geliebt. Und da meinte er, Jesus hat alles getan, um die Sünden wegzunehmen. Die Sünden sind jetzt weg. Du bist erlöst. Das ist die ganze Botschaft. Und wir guckten den an, so nach dem Motto, in welcher Welt lebst du? Weil du hast völlig recht, wenn du dich umguckst. Die meisten Leute tragen Leid. Also die haben diese Sehnsucht, ich nehme mein Kreuz auf mich. Und dass es da auch eine Erlösungsbotschaft gibt, tja. Also ist schon viel Gutes auch drin und ist gut versteckt. Ist sehr gut versteckt. Und die, die sich auf die Suche begeben, werden das finden, was sie brauchen. Ich glaube, am Ende ist es, wenn du einen spirituellen Weg gehst, mehr oder weniger egal, wo du anfängst. Alle kommen sie im Grunde an der gleichen Stelle raus. Das merkt man ja auch daran, dass wenn Leute sich mit irgendeiner Spiritualität tief beschäftigen, sie eigentlich mit spirituellen Leuten aller Kulturen und Richtungen gut klarkommen. Weil das Ergebnis ähnelt sich dann wieder. Ich finde, man darf auf jeden Fall unterscheiden zwischen Glaube und Religion und Kirche. Und das, was die Kirche daraus gemacht hat und das, was jetzt sozusagen die spirituelle Szene daraus macht, ja, es hat den gleichen Ursprung, aber ja, es ist halt die Frage, wo zieht es die Menschen heute halt hin? Ich glaube, über den Zustand der heutigen Kirchen müssen wir nicht reden. Da wären wir uns erstens einig und zweitens könnten die Texte vielleicht unfreundlich werden. Während das Wort Religion, das finde ich ein sehr schönes Wort, weil die Religio ist ja die Rückverbindung. Und das ist, ich glaube, das brauchen wir schon. Wir brauchen eine Verbindung zu irgendetwas, was über uns ist. Und diese Verbindung fehlt halt heute vielen Leuten. Genau, und das ist genau das, was ich meinte. Seitdem ich sozusagen damit mich beschäftigt habe und damit für mich auch eine Vorstellung geschaffen habe, damit ist das Leben schöner. Also tatsächlich, es ist, ich habe mehr Vertrauen in mich, in die Welt, in das, was passiert, die Verbundenheit zu den Menschen, Verständnis für die Menschen. Also es ist einfach ein schöneres Leben, wenn man für sich da eine Vorstellung gefunden hat, die sich richtig gut anfühlt. Ja, und es ist ja auch eng verbunden. Ich meine, aus dem Wort Heil kommt ja die Heilung und das Heilig. Also die Verbindung ist offensichtlich. Und es wird wohl nicht möglich sein, nur eines der Teilsysteme gesund zu machen, ohne sich um die anderen zu kümmern. Genau das. Ich danke dir. Hast du noch irgendwie einen schönen Schlusssatz? Wenn nicht, hören wir einfach so auf. Räumt innerlich auf. Ich glaube, Es lohnt sich. dazu hast du, glaube ich, sehr inspiriert. Danke dir Das für habe ich das doch. Gespräch. Vielleicht gibt es eine Fortsetzung. Wir gucken mal, wie das Feedback ist.
Vielleicht kommen dann ganz viele und sagen, wir wollen aber die Sätze wissen. Und dann reden wir noch mal eine Stunde über das Thema, ohne die Sätze zu sagen. Gucken wir mal. Auf jeden Fall sehen wir uns dieses Jahr wieder. Genau. Salzheim. Auf dem Kongress. Ich freue mich sehr. Ich danke dir Ich und danke dir. bis zu einem nächsten Mal. Bis Tschüss. dann. Tschüss.